Der Whisky, den ich Ihnen heute präsentieren möchte, der kommt ganz aus dem Norden Schottlands, noch oberhalb des Festlandes, nämlich von den Orkney Islands. Und dort gibt es ja zwei Brennereien, die Brennerei Scarper, die immer ein bisschen im Schatten steht der anderen Brennerei, nämlich Highland Park. Und von Highland Park ist auch die Abfüllung von heute. Das ist der 15 Jahre alte Highland Park Viking Heart. Der kommt, wie man sieht, in einer sehr attraktiven Keramikflasche, die so ein bisschen schmutzig weiß ist, die auch noch verziert ist mit Wikingerrunen auf beiden Seiten. Ja, die macht sich sehr schön im Barfach oder im Regal. Schön macht sich auch der Whisky, der drinnen ist. Der ist mit 44% abgefüllt. Und was Sie hier sehen, ist die natürliche Farbe, die er vom Fass hat. Der ist nicht gefärbt. Und für mich ist das ein ja, sehr typischer Highland Park, der schon in der Nase so ein bisschen die Heiderauchnoten zeigt, die man beim Highland Park finden möchte. Er ist sehr süß, er ist vielleicht ein bisschen süßer, als man es normalerweise von Abfüllungen hier gewohnt ist. Hat sehr viel Vanillenoten drinnen, aber darunter auch schon ein bisschen diese Torfigkeit. Das ist sehr breit angelegt. Man kann wirklich lange die Nase reinhalten und immer wieder was Neues entdecken. Am Gaumen finde ich den aus zwei verschiedenen Gründen sehr schön. Erstens einmal hat er hier neben der Süße auch einige Fruchtnoten zu bieten, die präsent sind, aber nicht überwältigend. Der Rauch, der dahinter liegt, und das ist der zweite Grund, warum ich den sehr gerne mag, der ist ganz typisch für die Destillerie. Das heißt, dann kann man überhaupt nicht verwechseln, auch nicht mit leicht getorften Speyside-Eisern oder mit leicht getorften Islay-Whiskys. Das ist ganz typisch, dieser sanfte, zarte, fast ein bisschen filigrane Rauch, der dahinter liegt. Insgesamt für mich ein angenehm zu trinkender Whisky, der jetzt nicht unbedingt die Bombe an Komplexität ist, aber in seiner Ausgewogenheit, die er bietet, immer wieder einlädt, mal ein Gläschen von ihm zu trinken, was wir hier auch hin und wieder machen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei Ihnen fürs Zusehen und Slunch.